Jemand musste Dirk P. verleumdet haben, denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens von der Junta verhaftet. Die Köchin der Frau Fiona Grünewald, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Ja, falls das jemand bekannt vorkommt, das ist tatsächlich ein Text von Franz Kafka. Und um jede Art Festungshaft und Wasserfolter, egal ob chinesisch oder amerikanisch, auszuschließen, weise ich hiermit an Eidesstatt darauf hin, dass ich mit dem im Folgenden berichteten Vorgängen nichts, aber auch gar nichts zu tun habe. Dass ich keine Sockenpuppe habe, nicht bei WikiLeaks gearbeitet habe, leider. Niemanden angestiftet habe und mich von den kryptonitvergifteten, radioaktiven, geistigen Gefilden der Wikipedia fernhalte, dort weder als Autor noch irgendwie anders eingreife, um meines Seelenheilens willen, so wahr mir Franz Kafka helfe. Herzlich willkommen Internet, Servus YouTube, eine neue Folge von Geschichten aus Wikihausen, in der es ein bisschen auch um mich geht. So, und die auch in dieser Folge ist natürlich an Bord der einzigartige, unvergleichliche. Hallo! Soll ich jetzt selber meinen Namen sagen? Das ist ja total doof. Und wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt unseren eigenen Kanal auf YouTube haben und auch unsere eigene Webseite. Markus, vielleicht möchtest du was zu der Webseite sagen? Ja, wir erwähnen es jetzt jedes Mal, unsere Webseite, weil irgendwie, es dauert noch eine Weile, bis alle mitbekommen haben, dass wir eine neue Webseite haben und vor allen Dingen auch einen neuen YouTube-Kanal. Ja, Und jetzt die Erklärung, die Wikipedia-tauglich ist. Was muss man tun, um diesen neuen Kanal zu abonnieren? Man gibt Wikihausen in der Suchmaske von Google, von Google geht es sogar auch, von YouTube ein. Und dann findet man genau diesen Kanal. Und da müssen Sie unten auf diesen Knopf drücken. Da steht nämlich drauf, abonnieren. Abonnieren Sie jetzt. Und dann müssen Sie auch noch auf die Glocke drücken, damit Sie auch informiert werden, wenn ein neues Video da ist. Genau. Ja. Ja, und ich hatte ja das Intro deswegen geschrieben, weil es tatsächlich so ist, dass du mir erzählt hast von einem Gespräch, also erst E-Mail, dann ein Gespräch, was du geführt hast mit einem Wikipedianer, der unter anderem auch versucht hat, in meinem Eintrag irgendwas einzufügen. Und es wurde, glaube ich, auch angenommen, dass es in Wirklichkeit ich bin, irgendwas in der Art oder dass damit in Zusammenhang stehe. Und deswegen habe ich gesagt, eindeutig nein, ich wusste davon nichts. Ich habe mit diesen Menschen vorher nie gesprochen. Ich habe es jetzt davon erfahren. Aber seine wundersame Geschichte, seine Erlebnisse im tiefen Keller, die hast du in einem Interview. Also das Interview geht um Opa Buck. Also ein Schreiber, der in der Wikipedia geschrieben hat unter genau diesem Pseudonym. Das Interessante daran ist ja erstmal, also das ist ein Benutzer oder einfach nur ein Zuschauer von uns. Ich weiß gar nicht, wie rum jetzt die Reihenfolge war, ob er erst reingeschrieben hat und uns dann gesehen hat oder umgekehrt. Also auf jeden Fall werden uns solche Sachen halt einfach zugetragen. Und ich dachte ja auch nach dem letzten Interview, also Kafkaesker geht die ganze Sache nicht mehr. Noch totalitärer kann man es nicht aufziehen. Doch. Aber sie, jetzt, was hatten wir jetzt? Wir hatten jemanden, der für Sachen, die noch nicht mal nach Wikipedia-Regeln irgendwie sanktionsfähig sind, einfach rausgeschmissen wurde. Dann hatten wir letzte Sendung, hatten wir den Gerhard Sattler, der in der Wikipedia als Co-Pilot schreibt und sich jetzt auch noch für die ökologische Linke, Öko-Links, ins Europaparlament wählen lässt. Genau. Und den Eintrag bearbeitet auch noch. Zu 84,9%. Und zu all diesen Benutzern, also zu all diesen Tatsachen, die wir mitteilen können, da haben wir ja ganz viele Leute, die uns das zutragen. Also wir haben so viele Zuschauer, die uns erzählen, guckt da noch mal rein, da ist eine neue Partei, Öko-Links, und da gibt es einen Gerhard Sattler auf Platz 24. Das haben wir, glaube ich, 30, 40 Mal zugeschickt bekommen. Also dann... Ich bedanke mich für jedes einzelne Mal. Ja klar, genau. Ich meine, das ist natürlich ich irgendwann witzig, weil ich irgendwann nur noch reingeschrieben habe, gratuliere, Sie sind der 100. Schreiber des. Ja, also es ist, erstmal vielen, vielen Dank, also dass die Zuschauer so gut mitarbeiten, vielen, vielen Dank an euch.
Und das andere ist natürlich auch jetzt genau dieser Fall. Also wieder ein Zuschauer, der seine Erlebnisse in der Wikipedia erzählt. Und es ist einfach grotesk. Also es geht noch mehr. Also sie werden lachen, wie man das Ganze noch auf die Spitze treiben kann, um einen kafkaesken Prozess noch kafkaesker zu machen. Also an die Variante hat noch nicht mal Franz Kafka gedacht. Also genau. Also Film ab, würde ich sagen. Im Interview spreche ich jetzt mit Opa Buck, einem Pseudonym aus der Wikipedia, der auch gerne anonym bleiben möchte. Deswegen bleiben wir bei diesem Namen. Das ist nämlich sein Wikipedia-Account-Name. Und Opa Buck, du hast mir erzählt, du hast den Namen schon seit 2011 in der Wikipedia. Ja, ich hatte 2011 mal den Account angelegt, weil ich meines Erachtens ein Bild hochladen musste für jemanden, der darum gebeten hatte, dass er gerne ein Bild zu seinem Wikipedia-Eintrag hätte, und das habe ich einfach gemacht, und ich glaube, dafür brauchte ich damals einen Wikipedia-Account, das ging nicht als IP-Adresse. Das war der einzige Grund, warum ich mich da angemeldet habe. Mhm. Dann hast du jahrelang nichts gemacht, wie du gesagt hast. Mhm. Und was war dann die nächste Aktivität, die du in der Wikipedia gemacht hast? Naja, ich habe nicht jahrelang gar nichts gemacht, sondern habe immer als IP-Adresse so mal eine kleine Änderung irgendwo mal. Eine kleine Vorschlag für eine Formulierung, für eine Verbesserung irgendwo, aber Kleinigkeiten, mal eine Coverversion eingetragen zu einem Song, den ich gut finde, wo ein Künstler noch dazu konnte, der interessant war, ja, solche Sachen. Habe aber weiter so, also keine groß relevanten Einträge gemacht, sondern habe dann irgendwie mal gedacht, ich gucke mir mal natürlich bedingt durch Neues aus Wikihausen und deine beiden Filme. Ich gucke mir mal ein bisschen die politischen Artikel an und habe dann beim Artikel Dirk Pohlmann etwas Aktivität entfaltet, wenn man es mal so nennen möchte. Okay, du hast bei Dirk Pohlmann hast du etwas eingetragen. Also das waren mehrere kleine Dinge, die irgendwie ja nicht auf Gegenwehr gestoßen sind. Doch dann hast du eine Sache eingetragen, die war sehr interessant. Und zwar ist der Eintrag vom 20. März 2019 um 5 Uhr morgens, ein Frühaufsteher. Ein Langwachseier. Und dann hast du eingetragen, aktuell gestaltet Pohlmann gemeinsam mit Markus Fiedler die von der Gruppe 42 auf YouTube veröffentlichte Serie Geschichten aus Wikihausen. Ja, genau. Magst du da was zu erzählen? Ja, genau, das geht ja noch weiter. Ja, Eintrag, der ist ja nicht so lang. Ja, ich finde, den kann man ruhig mal kurz nennen. Ja, Geschichten aus Wikihausen, in welcher Kritik an den internen Strukturen der Wikipedia geübt wird und gemeinsam mit Robert Fleischer die Sendereihe Das dritte Jahrtausend, in der aktuelle politische Themen in einem Dialog der Moderatoren kritisch besprochen werden. Weiterhin hält er Vorträge zu Themen wie Deep State, der Hiroshima-Mythos, in denen er verborgene Machtstrukturen und bewusste Täuschung der Öffentlichkeit durch Regierungen thematisiert. So, also es ging mir einfach nur darum irgendwie, dass ich Dirk Pohlmanns Tätigkeiten seit einiger Zeit verfolge und eben auch sehr gut finde und sehr interessant finde und das irgendwie unpassend fand, dass in der Wikipedia seine momentanen Sachen, die er macht, überhaupt keine Erwähnung finden, bis auf die Filme, von denen ja aber nicht mehr so viele kommen, aus eben den bekannten Gründen. Ja, also habe ich versucht, das mal ein bisschen in die Wikipedia reinzubringen. Okay, ging aber nicht. Und das nächste, was passierte, war, der Eintrag wurde gelöscht. der Eintrag wurde nicht sofort gelöscht, sondern zuerst kam, dass moniert wurde. Es würden Belege fehlen. Du hast um 5 Uhr den Eintrag eingetragen und die nächste Version ist die gesichtete Version und das ist also eine Löschung dessen, was du als ungesichtete Version eingestellt hast. Und das war um 5.33 Uhr von einem alten Bekannten. Der hieß nämlich... Der hieß und täglich grüßt der Co-Pilot. Ja? Hallo Dirk. ja, also ja, genau. Also nein, das war wirklich... Das war bei der Co-Pilot. Und dann ging es irgendwie auf den Diskussionsseiten los bei der... dann ging es auf den Diskussionsseiten zu los. Dirk Pohlmann, also die Diskussion zum Lemma Dirk Pohlmann in der Wikipedia, da ging es dann hoch her. Da ging es hoch her und da
kamen dann irgendwie Stimmen dafür, dass es Sinn macht, irgendwie seine aktuellen Tätigkeiten mit reinzunehmen, da es wohl momentan mit dem, was er eben, was sein Schaffen ist, eben doch viel zu tun hat. Ja. Andere sagen wiederum, nein, das geht gar nicht. Und insbesondere wird über Belege diskutiert. Die Belege seien nicht ausreichend. Nun war meine Argumentationsgrundlage aber, ich muss offenkundige Tatsachen, triviale Tatsachen, nicht mit reputablen Sekundärquellen belegen. Wenn ich sage, die Erde ist rund, muss ich das nicht weiter belegen. Da brauche ich keinen Forscher aufzuführen, der das nennt. Ähnlich erscheint es mir mit der Tätigkeit, die jemand durchführt. Jetzt sagt aber natürlich dann die Wikipedia, das ist ja, ob das relevant ist oder nicht, erfährt man erst dadurch, dass die ganze Sache nämlich in einem relevanten Medium über die Rampe getragen wurde. Das heißt, du hättest also eintragen müssen, dass sich irgendjemand mit unserer Tätigkeit beschäftigt hat. Also ein relevantes Medium wäre Spiegel, Stern, Taz, Faz, irgendwas in der Richtung. Gab es denn sowas? Ja, so etwas gab es eben nicht direkt. Ja? Denn ihr wisst das selber. Ja? Diese reputablen Medien nehmen zwar die Kritik an der Wikipedia gerne immer mal wieder irgendwo auf, aber interessanterweise ohne Neues aus Wikihausen direkt zu erwähnen. Aber es ist also doch erwähnt worden. Wir sind doch lobend erwähnt worden im Standard. Naja gut, der Standardartikel, den wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, oder? Also da hatte ich vorher schon, glaube ich, als IP-Adresse einen Eintrag drüber gemacht, ja, dass dieser Standardartikel unsäglich ist und dass er wieder mal Dirk Pohlmann in dem Fall, es geht ja schließlich um seinen Artikel, ja, wieder in die Nähe von Verschwörungstheorien setzt, ohne das irgendwie gescheit zu begründen und die Gruppe 42 halt als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, ohne das aber auch wieder gescheit zu begründen. Ja? Und ich habe dann wirklich versucht herauszufinden, warum ist die Gruppe 42 verschwörungstheoretisch? Und ich habe dazu nichts gefunden. Nee, gibt's auch nicht. Also sind wir ja nicht, also genau, also der Standardartikel ist ein Propagandaartikel, aber man könnte natürlich so argumentieren, dass man sagt, okay, aber die sind ja, also die Gruppe 42 ist ja im Standardartikel drin vorgekommen, deswegen ist es relevant, weil es von einem relevanten Medium über die Rampe getragen wird, in welcher Form ist ja erstmal egal und dann kann man das ja auch erwähnen. Naja, ging nicht. Definitiv, also ging nicht. Okay, also du hattest dann einen längeren Diskussionsbeitrag zum Beispiel um 15.29 Uhr reingesetzt in die Diskussion. Erstmal ging es darum, dass du vorher vergessen hast, deine Signatur einzutragen. Ganz böse übrigens, also das darf man, muss man immer machen in der Wikipedia. Ja. Da hast also genau das geschrieben, dass du sagst, also letztendlich ist Pohlmann hält Vorträge eine triviale Aussage, wie jeden Abend um 20 Uhr kommt im Ersten die Tagesschau. Richtig. Und bist also auch nochmal auf die Verschwörungstheoretiker-Keule eingegangen. Und dann passierte relativ schnell etwas, nämlich da gab es eine sogenannte Vandalismusmeldung. Bekam ich dann plötzlich, während die Diskussion lustig im Gange war und ich hatte mich da gar nicht groß weiter beteiligt dran, sondern fand das ganz interessant, dass das Thema diskutiert wird. Und dann kam plötzlich allerdings eine Vandalismusmeldung von Fiona oder Fiona B. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, unter welchem Namen das ist. Das ist derselbe Account in der Wikipedia. Also das ist derselbe Account, ja, ja. Ne? Ich glaube, in dem Fall war es Fiona. Der ist auch bekannt als unheimlich sachlicher Account. Also das ist ein Account, der sich immer sachlich an der Quellenarbeit beteiligt. Ja, den Eindruck hatte ich auch, denn die Quellen waren ja nicht ausreichend. Ja? Mhm. Nein, also, aber es ging ja gar also nicht um die Quellen. Fiona B. ist also das Gegenteil von sachlich, das wissen wir ja inzwischen schon. Ne? Ja, ja. Also genau. Es ist also ein Account aus dem, ja? Was wir sagen, das ist ja so eine Art Politbüro. Ne? Also da gehört sie definitiv mit dazu, diese Fiona B. Ja, das sind meine Erfahrungen jetzt nicht, weil ich so viele Erfahrungen in der Wikipedia gar nicht habe. Ja? Dazu kann ich erstmal gar nichts sagen. Sondern okay, also die stellt jetzt eine Vandalismusmeldung. Wie ist das jetzt gelaufen in der Vandalismusmeldung? Die ist eingestellt worden um 14.43 Uhr am 20. März. Wie ging es jetzt weiter? Ja, das war lustig irgendwie. Dann habe ich kurz auf die Vandalismusmeldung noch geantwortet, weil ich wurde in der Vandalismusmeldung als sinngemäß überflüssige Sockenpuppe bezeichnet. Ja. Und da dachte ich mir so, merkwürdig, was ist eine Sockenpuppe? Ich kann ja mal zitieren, das ist ja nur ein Satz. Verzichtbare Socke, die extra für den Honeypot Dirk Pohlmann wieder aufgewacht ist. Siehe Beitragsliste VG des Artikels Dirk Pohlmann und auch solche Quellenarbeit. VG, was ist denn das schon wieder?
Ja, VG weiß ich auch nicht, steht bei mir immer für viele Grüße, aber das meint sie sicherlich nicht in dem Fall. Vergleiche meint sie vielleicht, ja. Genau. Das weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. Okay. Ja? So, und also, dann hast du. Verzichtbare Sockenpuppe hat sie genannt, ne? Mhm, ja, genau. Gut. Ja, dann dachte ich noch irgendwie, das ist irgendwie doof, ja. Weil ich bin keine Sockenpuppe. Ich habe also nachgeguckt, was ist eine Sockenpuppe? Ah, eine Sockenpuppe ist offensichtlich ein Fake-Account von jemandem, der nicht unter seinem eigentlichen Benutzernamen bearbeiten möchte, sondern sich dafür Fake-Benutzernamen zulegt. Ja, gut, bin ich nicht. Habe dann so kurz geschrieben, irgendwie, ich bin ein Mensch, ich bin keine Sockenpuppe und ich finde das entmenschlichend oder so ähnlich habe ich es formuliert. Ja, und findet das sogar einen Missbrauch der Vandalismusmeldung, weil ich meinen Vandalismus nicht erkennen konnte. Denn schließlich habe ich da keinen Edit War, wie das in der Wikipedia heißt, angefangen, sondern habe einen Eintrag eingestellt, weil ich dachte, es heißt überall sei mutig. Kurz vorher hatte ich irgendwie eine automatisierte Mail bekommen mit Willkommen in der Wikipedia. Die bekommt man wohl automatisch ab und zu. Mhm. Ja, also nach so und so vielen Beiträgen. Ja. So, sei mutig, mach mal, es passiert ja nichts Schlimmes. Naja, dann war ich also mutig, habe da mal was eingestellt, war ja klar, dass es eh noch irgendwie gesichtet werden muss, ja, bekam aber stattdessen eine Vandalismusmeldung. Gut. Okay, dann steht hier als nächstes, Opa Buck wurde von Zollernalb unbeschränkt gesperrt. Begründung war Meta-Sockenpuppe oder Diskussionsaccount. Das heißt also, in dem Moment, wo du anfängst, deine Einträge zu begründen auf der Diskussionsseite, bist du sofort ein Diskussionsaccount und fliegst raus. Das war um 17.36 Uhr am 20. März. Ab da durftest du nicht mehr schreiben und ich vermute mal danach, der nächste Kommentar ist sogar von dir. Der kam nämlich von einer IP-Adresse, die irgendwie als hexadezimal eingetragen ist. Unverschämtheit, wer einen konstruktiv tätigen ernsthaft als verzichtbare Socke tituliert, hat in dieser Community nichts. Klammer auf, mehr, Klammer zu, verloren. Das warst du wahrscheinlich auch, ne? Oder? Nee, das war ich überhaupt nicht. Ah, das war jemand anders. Den Eintrag kenne ich sogar gar nicht. Ja, genau. Das ist sehr interessant, dass der Eintrag mir gar nicht aufgefallen ist. Da ist jemand hier in die Bresche gesprungen. Ja, guck mal. Okay. Hat mit mir nichts zu tun. Also, ab da konntest du nichts mehr schreiben in der Wikipedia. Jetzt hast du dir gedacht, wie ging es jetzt weiter bei dir? Naja, ich habe mir gedacht, so geht's ja nun auch wieder nicht. Also, weil ich hätte ja gerne wenigstens mal gewusst, was ich falsch gemacht habe. Denn meines Erachtens habe ich gegen keine Wikipedia-Regel verstoßen. Ich habe nichts weiter getan, als wie das System ist. Und Prinzip ist der Wikipedia, eben einen Beitrag verändert in einem Sinne, wie ich ihn besser finde. Ich habe nicht darauf bestanden, dass diese Version unter allen Umständen in diesem Eintrag stehen muss, sondern habe es einfach nur einmal dann mit Primärquellen, eben mit Links auf einen Vortragsflyer von Dirk Pohlmann und mit einem Link auf Neues auf Wikihausen, glaube ich, oder nicht mal auf Neues auf Wikihausen, ich glaube auf einen Film von dir, verlinkt. Ja, so, aber das wurde mir ja nicht genannt. Ich bekam keine weitere Begründung. Ich bin eine Meta-Sockenpuppe. Da ich aber nun selber weiß, dass ich keine Meta-Sockenpuppe von irgendjemandem bin. Also das muss dir doch als Begründung reichen. Außerdem haben sie sich hier verdachtsmäßig dahingehend geäußert, dass das auch nicht zusammenpasst. Erst machst du nichts in der Wikipedia, dann hast du doch so viel Ahnung von der Wikipedia. Das passt für dich nicht zusammen, deswegen sperren sie dich schon mal rein prophylaktisch. Ja, das war mein Fehler, dass ich mich irgendwie offensichtlich halt ein bisschen in die Wikipedia-Diskussionen und in die Sprachspiele der Wikipedia eingelesen habe. Das stimmt. Yes. Also ich habe versucht, in deren Sprache auch mit denen zu reden. Das ist soweit wahr. Ja, das geht aber nicht. Also entweder redest du nicht in deren Sprache und wirst gesperrt, oder du redest in deren Sprache und wirst auch gesperrt. Also du verstehst. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also ich glaube auch, dass ich da nicht viele Möglichkeiten hatte, was ich dann am Ende hätte anders machen können. Das ist ein bisschen wie bei der, dem Hexenersäufen, das aus dem Mittelalter, das kennst du auch, ne? Also entweder die Hexe ertrinkt im Burggraben, dann ist es meistens eine Frau aus den unteren Ständen gewesen, weil sie halt relativ spärliche Kleidung trug, oder sie ertrinkt nicht, dann wurde sie danach verbrannt.
Weil wenn sie nicht ertrinkt, ist es nämlich eine Hexe. Ist dann meistens genau. eine Frau aus den höheren Kreisen, weil sie dann so viele Röcke unter dem Hauptrock hat, dass da sich so viel Luft verfängt, dass die Dame dann tatsächlich durch das Luftpolster auf dem Wasser schwimmt. Ja, genau. Aber genau. Letztendlich wird sie dann doch verbrannt. Also am Tod oder hier an der Sperrung kommst du als Hexer nicht vorbei. Ne? Naja, soweit ich mich entsinne, aber da bin ich natürlich kein Fachmann, da sollte man vielleicht mal den Wikipedia-Artikel zu lesen, war es aber bei den Hexenprozessen damals so, dass sich zumindest der oder die Angeklagte im Verfahren noch irgendwie ansatzweise äußern konnte. Jetzt kommen wir zum Hammer des ganzen Verfahrens. Okay, also ich sehe nämlich Sperrprüfung und du hast du einen Antrag gestellt, dass du dein Konto entsperren kannst für die Sperrprüfung? Naja, genau, ja. Also ich kann dann ja natürlich einen Sperrprüfungsantrag stellen. Da habe ich gedacht, ja, also die Sperrprüfung ist doch null gerechtfertigt mit der Begründung. Nicht? Ich bin also keine Sockenpucke. Also die Sperrung ist null gerechtfertigt, ne? Genau. Und deswegen einen Sperrprüfungsantrag stellen. Ja, und das wollte ich machen, aber ich hatte plötzlich keine Schreibrechte auf der Sperrprüfungsseite. Ich konnte da nicht schreiben. Mein Account wurde so umfassend gesperrt, dass ich nicht mal mehr eine Möglichkeit hatte, mich über die Sperrprüfung, über die Sperre zu beschweren, also eine Sperrprüfung einzuleiten. Ist doch unheimlich praktisch. Also das ist also quasi, ja, für die war das praktisch, für mich war das irgendwie doof. Das ist also wie wenn man beim Hexenprozess sozusagen vorher noch die Zunge rausgeschnitten bekommt. Ja, so ungefähr war es. Ja. Okay, so. Und du hast du wolltest jetzt dich aber trotzdem äußern. Was hast du gemacht? Naja, da habe ich dann geguckt, was kann ich denn machen? Und dann habe ich gesehen, aha, wenn du aus irgendwelchen Gründen auf dieser Sperrprüfungsseite nicht schreiben kannst, kannst du dich an den Wikipedia-Support wenden. Da habe ich mich also an den Support gewendet und da kam auch sehr schnell eine freundliche Antwort per E-Mail. Ja, und man muss dazu noch sagen vorher, dass ich auf meiner Benutzerdiskussionsseite, auf meiner eigenen Benutzerseite auch nichts mehr schreiben durfte. Ja? Ich durfte also nirgends mehr schreiben. Ja, und dann? Ja, ich hatte keine Rechtsmittel mehr, keine Möglichkeiten mehr, irgendwo Stellung zu nehmen. So, dann hat der Wikipedia Support mir die Möglichkeit gegeben, auf meiner eigenen Benutzerdiskussionsseite wenigstens wieder Einträge zu machen. Und das ist jetzt kurios, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kam mir komisch vor. Also nochmal, um es klar zu sagen, du durftest auf deiner eigenen Benutzerseite plötzlich wieder schreiben, wegen der Sperrprüfung, aber du durftest nicht auf den Seiten der Sperrprüfungsseite schreiben. Nein, natürlich nicht. Es ist ja unnötig. Das ist seltsam, weil, hast du versucht, mal auf den Seiten der Sperrprüfungsseite zu schreiben? Ja, natürlich habe ich das versucht, das ging nicht. Das ist interessant, weil bei mir ging es. Also ich habe ja auch an info@wikimedia oder Wikipedia irgendwie da Support geschrieben und dann kam auch eine Mail zurück. Also, ihr Konto ist jetzt entsperrt für die Sperrprüfung und ich konnte auf der Sperrprüfungsseite schreiben und du konntest jetzt nicht schreiben. Und was hat man dir gesagt, warum du nicht schreiben kannst? Das hat man mir gar nicht weiter begründet. Man hat nur gesagt irgendwie, schreib doch einfach deinen Antrag auf Sperrprüfung auf deiner Benutzerdiskussionsseite und wir im Sinne Wikipedia-Admins kopieren das dann dorthin. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann passierte erst gar nichts. Da hatte ich versucht, den nicht sperrenden Admin anzupingen. Du kennst das Problem auch. Das ist ja noch eine Stufe höher. Das heißt also, du versuchst, eine Sperrprüfung zu beantragen. Du kriegst jetzt noch nicht mal den Zugang zum Gerichtssaal quasi. Bist also vor dem Gerichtssaal, ein Kurier, der dann deine Einwürfe in den Gerichtssaal hineintragen darf. Genau. Also der kopiert dann quasi deine Seiten auf die Sperrprüfungsseite. Mhm. Und dort wird dann entschieden, ob du weiter gesperrt sein darfst oder nicht. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass sich dort auch ein alter Bekannter gemeldet hat auf deiner Sperrprüfungsseite. Also die Sperrprüfungsseite ist ja jetzt im Archiv zu finden, also unter /wiki/wikipedia.org/wiki/doppelpunkt/sperrprüfung/archiv/2019/März/raute/benutzer/opa/bug und dahinter steht dann erledigt inzwischen. Also man merkt, das ist natürlich so weit vorne, dass man möchte, dass es auch jeder sofort lesen kann und deswegen ist es auch so eine unheimlich lange, unheimlich langer Eintrag. Okay, also wenn man sich dann bis dahin durchgeklickt hat, dann findet man irgendwann deine Sperrprüfung
Und da steht jetzt auch wirklich dein Text drin. Er ist reinkopiert worden von deiner Benutzerseite. Und dann lese ich doch zwischendrin, Socke oder Buddy des Videoproduzenten auf YouTube gesperrt lassen. Und es hat kein geringerer eingetragen als der Benutzer JKB. Also der Benutzer, der mich damals noch, als er noch Admin war, gesperrt hat. Und er inzwischen nicht mehr Admin ist. Ja, genau. Und was soll ich dazu sagen? Genau, und dann melden sich noch ein paar andere, also hier Philistoria und Rax melden sich noch. Und Art Regor hat dann befunden, am Ende Sperre geprüft und für korrekt befunden. Du hattest also, ich sehe gerade, also man hat also quasi die ersten Sachen von dir eingetragen und dann haben die anderen irgendwann was gesagt. Du hattest aber keine Möglichkeit mehr, dich zu den anderen zu äußern. Doch, ich habe das ja versucht. Da ich aber keine Rechte hatte, auf der Sperrprüfungsseite zu schreiben, habe ich also noch ein oder zwei Einträge auf meiner Benutzerdiskussionsseite gemacht, in der Hoffnung, dass irgendeiner der Admins, der beteiligten Admins, die Größe hat, das dann wenigstens auch noch auf die Sperrprüfungsseite zu übertragen. Das wurde aber nicht übertragen. Das wurde aber nicht übertragen, wie wir gesehen haben. Das heißt also, das ist jetzt so, dass du also vor dem Gerichtssaal standst und am Anfang hat noch ein netter Kurier das Ganze in den Gerichtssaal übertragen. Und danach wurde im Gerichtssaal entschieden und du hast draußen verzweifelt gerufen, hast gesagt, ich möchte aber noch hier was dazu sagen. Und der Kurier hat gesagt, LMAA, ja, also im Klartext, das, was du hier zu Protokoll gibst, interessiert uns nicht mehr. Das kann man noch auf deiner persönlichen Diskussion nachlesen, auf deiner persönlichen Diskussionsseite, aber nicht in der Sperrprüfung. Das ist doch, genau so das war's, ist doch, ja. Das ist doch ein schöner Prozess, ist das doch. Das ist doch hervorragend. Sämtliche rechtsstaatlichen Prinzipien wurden eingehalten. Ja, es ist ganz hervorragend. Also, ja, nun denke ich mir halt immer wieder, na gut, die Wikipedia ist halt nun mal auch nicht die Gesellschaft, ja, es ist nicht der bundesdeutsche Staat oder irgendwas, ja, sondern es ist quasi wie ein Verein, ja, der nach seinen eigenen Statuten eben arbeitet. Allerdings haben sie mir ja nicht mal begründet, warum ich nach ihren eigenen Statuten die Höchststrafe erhalte und lebenslänglich bekomme. Das hätte mich interessiert, wenn sie mich jetzt für ein oder zwei Tage oder normal ist eine Sperre mal 3 Stunden als erste Sperre, glaube ich, ja, so eine Kleinigkeit, ja. So, wenn sie mich da gesperrt hätten, hätte ich ja noch gedacht, ups, ihr seid jetzt aber streng hier, ist ja interessant. Nein, lebenslänglich dafür, dass man einen Eintrag zu den aktuellen Tätigkeiten von Dirk Pohlmann in der Wikipedia versucht zu platzieren. Und da hat es mir dann gereicht. Ja, also die Zusammenfassung, um es nochmal zu bringen, du setzt 2011 ein Bild rein, machst danach nur noch als IP-Nummer etwas, dann bist du aktiv im Jahr 2019, beteiligst dich an dem Artikel Dirk Pohlmann, setzt etwas rein, was sachlich korrekt ist, aber nicht gewollt ist, Co-Pilot löscht es wieder raus, du beteiligst dich an einer Diskussion, wirst nicht ausfällig, versuchst in der Sache zu argumentieren, bringt nichts, es kommt eine Sperr. Eine Vandalismusmeldung. Aufgrund der Vandalismusmeldung sperrt dich ein Admin, ohne es genauer zu prüfen, worum es überhaupt geht. Dann am Ende heißt es, naja, der ist irgendwie ein ganz komischer Account. Der ist erst tut er so, als ob er nicht dabei gewesen wäre, aber kennt sich doch viel zu gut aus dafür, dass er nur so kurz dabei ist. Deswegen sperren wir den einfach mal prophylaktisch, ja. Und dann gibt es eine Sperrprüfung, auf der du dich nur, also auf der du den Antrag stellen darfst, per Kurier quasi, ja, und noch nicht mal reinschreiben darfst, auf der du dich aber nicht mal weiter äußern kannst zum Verfahren und dann wirst du wieder gesperrt. Das ist doch, das ist das, was man unter totalitärem System versteht, ja. Also so würde man in einem totalitären System abgehandelt werden. Ja, selbstverständlich. Ja, genau so läuft die Wikipedia, aber offensichtlich. Und das Interessante ist ja, es gibt ja noch eine Möglichkeit, es gibt ja noch eine Instanz, die noch über dieser Geschichte steht. Und das ist das Schiedsgericht. Hast du dich denn da gemeldet? Ja, natürlich habe ich das. Ich habe mir das genau angeschaut. Ist das Schiedsgericht dafür zuständig oder ist das Schiedsgericht dafür nicht zuständig? Naja, habe ich gedacht, eigentlich wollen die sich an diesen Sachen nicht beteiligen. Eventuell ist es in solchen Fällen, wenn es dermaßen ungerechtfertigt ist, aber schon zuständig. Also habe ich wieder eine ausführliche E-Mail an das Schiedsgericht geschrieben. Ja, was daraufhin passierte, war allerdings
Funkstille. Totenstille bis heute. Das ist, dürfte mittlerweile so 14 Tage her sein oder sowas. Ja, 14 Tage, 3 Wochen. Nichts. Einfach gar keine Reaktion. Es ist nicht mal eine abschlägige Reaktion. Man könnte ja auch sagen, lieber Opa Buck, es tut uns leid. In solchen Fällen ist das Schiedsgericht leider nicht zuständig. Ja, bitte haben Sie Verständnis, bla bla bla. Ist ja völlig in Ordnung, kann man ja machen. Aber sich totstellen und abtauchen, ist merkwürdig. Und das Interessante ist, dass der Admin, der mich gesperrt hat, letztlich, das war, schlag mich tot, war das? Artregor war das, ne? Das war Artregor. Ja. Und Artregor ist, ich habe es jetzt nicht direkt vor mir, aber ich meine, dass Artregor auch ein Mitglied des Schiedsgerichts ist. Das heißt, das war schon ganz oben, die Geschichte. Das können wir ja schon mal. Kannst du es direkt nachschauen? Also ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber ich meine, es war Artregor, der Admin, der mich letztlich gesperrt hat, nämlich. Ja? Und da hatte ich natürlich in meiner E-Mail auch darauf hingewiesen, dass ich darum bitte, dass der mich sperrende Admin, wie er heißt, ist ja auch völlig egal, in der Sache sich der Stimme enthält wenigstens. Was die Zulassung dieses Falls zum Schiedsgericht angeht, als auch die Entscheidung angeht. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Ich habe es gerade nachgeguckt. Artregor ist tatsächlich seit dem 1. Dezember 2018 im Schiedsgericht. Und man nachlesen kann man das unter de.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Schiedsgericht. Wir blenden das auch sicherlich ein. Ne? Ja, also da wissen wir auch, warum mein Antrag vom Schiedsgericht überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden ist, offensichtlich, beziehungsweise nicht darauf reagiert worden ist. Ja, das heißt, also, das Thema Rechtssicherheit in der Wikipedia, das ist absurd. Ja, das ist so. Naja. Das heißt also, du wurdest in Personalunion von jemandem vorher abgeurteilt und hattest dann keine Möglichkeit mehr, eine Instanz höher zu gehen, weil das derselbe Richter sozusagen schon war und der nimmt das dann gar nicht mehr zur Kenntnis. Naja, das Schiedsgericht besteht, so wie ich das gelesen habe, schon aus einigen Personen und das bekommen dann auch alle. Allerdings wollte man aus mir nicht bekannten Gründen, man hat es mir ja nicht mitgeteilt, diesen Fall nicht aufnehmen, hat es ja nicht mehr für nötig gehalten, mir mitzuteilen, warum man den Fall nicht bearbeitet. Also die Besetzung des Schiedsgerichtes ist... Kafka hoch 3. Ja, aber die Besetzung des Schiedsgerichtes sind momentan 10 Leute und Ja, völlig verrückt. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist nur, dass ich mir immer denke, naja, ich als echte Person nehme eine lebenslange Sperre für mich als Person irgendwie ernst. Denn wenn ich jetzt mit einem zweiten Account da anfangen würde und ich würde mich outen, dass ich derselbe Account bin, der früher Opa Buck war, würde ich ja sofort wieder gesperrt mit der Begründung Sperrumgehung. Ich glaube allerdings mittlerweile, dass innerhalb der Wikipedia diese Regel absolut nicht ernst genommen wird, und dann gedacht wird, na, soll er doch mit einem neuen Account wieder anfangen? Ja, und das ist doch sowieso nur Second Life irgendwie. Ja, was soll der ganze Scheiß? Ja, also wir sind doch hier nur ein Spielplatz. Das ist doch gar nicht ernst hier alles. Ich glaube auch, die nehmen sich selber teilweise nicht ernst. Das ist eine gute Frage. Also jetzt mal eine Frage an dich. Würdest du jetzt noch weiter in der Wikipedia arbeiten nach den Erlebnissen, die du jetzt gerade hattest da? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Also ich schwanke zwischen, ach, eigentlich ist die Wikipedia overall betrachtet nicht das Schlechteste. Andererseits denke ich, mit den Strukturen, mit den Machtstrukturen, die vorherrschen, also mit den Regularien, die sie sich gegeben hat, ja, mit den Möglichkeiten, wie Regeln überwacht werden, ja, mit den Möglichkeiten, so eine Art Rechtssicherheit herzustellen, ist es ein völlig absurder Verein. Ja, das ist Kindergarten hoch 3. Mehr ist es nicht. Ja, das geht gut, solange sich alle Kinder halbwegs vertragen. Aber es gibt niemanden mehr, der am Ende irgendwie sagt, also Erzieher, Erzieherin, so, jetzt ist aber mal Schluss und ihr geht jetzt mal beide in die Ecke. Den Eindruck habe ich nicht. Übrigens ist interessant, dass auch der Benutzer Copilot kurz nach dieser Geschichte ebenfalls mal eine dreitägige Sperre immerhin kassiert hat. Allerdings hat das mit der Geschichte selber nichts zu tun, sondern mit einem anderen Thema, was wir auch noch machen, sondern mit dem Artikel von Paul Schreier. Das machen wir aber in einem anderen Podcast. Den ich auch mit Interesse gelesen habe. Ja, also
erstmal vielen Dank für deine Schilderung und vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Und ja, ich sag erstmal Tschüss und hoffe, dass wir vielleicht uns später nochmal hören zu dem gleichen oder zu einem anderen Thema. Mal gucken, was da kommt. Sehr gerne. Ja. Ciao, Markus. Danke dir. Tschüss. So, Dirk, was sagst du dazu? Also, das ist jetzt die Gerichtsverhandlung, an der du noch nicht mal beiwohnen darfst. Also das ist eigentlich noch mehr als bei Kafka selber. Ja. Kann man Kafka steigern, ja. Also das ist, ja, was soll man dazu sagen? Es ist grotesk, ja. Aber die Sache ist, sie kommen damit durch, sie machen das, sie sind in der Lage, ihre Macht auszuüben, sie werden nicht dran gehindert. Also ich finde, es ist wirklich irgendwie an der Zeit, dass Wikipedia mal unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten auch betrachtet wird. Naja, es ist ja nicht verfassungsrechtlich. Es kommen jetzt ja einige Publikationen raus. Also es ist ja nicht verfassungsrechtlich erstmal. Wir sehen, dass die Leute, die in der Wikipedia arbeiten, die haben nicht im Ansatz das Gespür für einen demokratischen Umgang. Es sind Antidemokraten, also so muss ich das einfach sagen. Also das ist einfach, ich möchte jemanden, der so in der Wikipedia agiert, möchte ich nirgends in Staatsnähe wissen oder in irgendwelchen Positionen, die irgendwas mit Politik zu tun haben. Deswegen auch, ganz wichtig die Erwähnung, dass wir nochmal erwähnen, also es gibt ja Leute von denen, die lassen sich in Parlamente wählen, zum Beispiel dieser Co-Pilot Gerhard Sattler, ja, der stellt sich jetzt zur Wahl. Also solche Leute dürfen nicht in die Nähe von irgendwelchen staatlichen Organisationen kommen, weil das sind genau die Leute, von denen du gesprochen hast, die halt das System ruinieren. Und die Wikipedia ist über dies noch hinaus so gestaltet, dass eben halt das System es ihnen nicht verbietet, sondern es ihnen ermöglicht, genau so zu agieren. Das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Also das eine ist, wenn Leute so sind, also mit diesem kleinen Rachebedürfnis, ja, oder mit diesem Auspeitschbedürfnis, die also gerne Leute, die ihnen nicht gefallen, öffentlich erniedrigen, auspeitschen und verbrennen möchten, das ist die eine Seite. Aber dass sie die Möglichkeit dazu bekommen, das zu tun, also dass diese Struktur ihnen das ermöglicht, das ist das, was ich für in gewisser Weise noch bedenklicher halte. Ja. Überall werden Regeln eingezogen, damit sowas nicht passieren kann. Checks and Balances als Stichwort, ja. Wie so etwas gehandhabt wird, normalerweise in einem vernünftigen Staatswesen. Aber Wikipedia ist international, funktioniert überall nach den gleichen Prinzipien. Wir haben es ja mehrfach vorgestellt schon. Und also, dass jemand in einem Verfahren ausgeschlossen wird, in dem man nicht mal beteiligt sein kann, nicht mal sehen kann, was gegen ihn vorgebracht wird und keinerlei Äußerungsmöglichkeit hat. Das gibt es in den meisten, die Amerikaner nennen das ja Kangaroo Court oder die Engländer, ja. In den meisten Verfahren in irgendwelchen Bananenrepubliken ist selbst das noch ausgeschlossen. Ich meine, die sind auch, das Ergebnis steht vorher fest, so wie auch in diesem Fall. Aber so geht es einfach nicht und was soll man dazu sagen? Es müssen andere Leute sich damit auch beschäftigen. Wir decken eine Sache nach der anderen auf. Vielleicht sollte man sich da mal da an anderer Stelle auch damit beschäftigen, was eigentlich in Wikipedia los ist. Herr Böhmermann hat es ja durchaus vergeigt, würde ich sagen. ist ja auch von Zuschauern zugetragen worden uns. Also das heißt, er sagt ein Zuschauer, guck mal, ne? Der Böhmermann beschäftigt sich jetzt mit Wikipedia. Und ich dachte ja auch für die erste Hälfte der Sendung, Mensch, also das wird was. Und dann ja auf der Zielgeraden, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie man eine 180-Grad-Wendung machen kann, dann komplett falsch rauskommt. Ja, Böhmermann ist so ein typischer Fall von ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. kommt nicht zum Ende. Wir haben ja noch eine Zusendung bekommen, und zwar von einem Zuschauer, der hatte sich unheimlich drüber aufgeregt, über das Gebaren des Pressesprechers der Wikimedia, also den Herrn Apel, dem wir ja den Pokal für die Dummschwätzerei des Monats erreicht hatten. Ne, also nochmal zur Erinnerung, das war übrigens dieser Pokal, der steht hier noch, also ist ja auch schon jetzt der nächste Monat, wir könnten auch schon den nächsten wieder küren, also ich hätte da noch Stoff ohne Ende, ja. Das können wir eigentlich mal machen, diese Sendung. Wollen wir das machen, Dirk? Ja, machen wir. Ja, klar machen wir das. Also wir haben schon so viele Bewerber wieder. Ich habe schon den nächsten. Dann kommen wir zurück zu Herrn Apel. Also Herr Apel. Die beiden hatten wohl E-Mail-Austausch und das, was der Herr Apel da geschrieben hat, das mochte halt der
Herr Herbst überhaupt nicht. Und er sagte mir in seiner letzten Mail explizit, ich solle das mal vorlesen, was er da geschrieben hat. Und das werde ich auch mal tun. Und er schreibt also, Herr Apel, es ist eine Sache, einen Fehler zu begehen. Es ist eine ganz gänzlich andere Angelegenheit, nachdem der Fehler aufgeflogen und öffentlich klar nachgewiesen wurde, immer noch wahrheitswidrig so zu tun, als ob sie nicht Desinformation betrieben hätten. Die Sachlage und Logik, die Herr Fiedler darlegte, ist sonnenklar. Ein bloßes Bestreiten von Desinformation ist substanzlos. Sie müssten schon im Detail nachweisen, in welchem Punkt und warum genau Herr Fiedler irrt, beziehungsweise die Argumentation falsch ist. Und so weiter. Das heißt also, er scheint eine Antwort von dem Herrn Apel bekommen zu haben und die scheint hier ja sehr, also wolkig. Ja, die scheint also ähnlich ausgefallen zu sein wie das, was wir bekommen haben, und er regt sich jetzt hier unheimlich drüber auf, was denn der Herr Apel da zurückgeschrieben hat. Ja, gerne. Also wenn auch Zuschauer sind, die solche Sachen und Ähnliches finden im Netz, immer her damit. Also wir können das gut gebrauchen und verwerten auch. Gut. Dann verabschieden wir uns, ne? Tschüss. Jo, tschüss.